Einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. Ich darf einige wenige Worte verlieren zum ersten Vortrag, den wir heute haben, wo es um Drehbücher der Innovation geht, über den ich mich sehr freue und den ich selbst sehr spannend finde, weil es diese Stückfassungen gibt, die wir kennen. Die werden in Kulturinstitutionen gezeigt. Da geht es um die großen Themen der Menschheit, so sagt man. Und gleichzeitig gibt es aber auch diese Stückfassungen oder Drehbücher, nach denen Mythen und Geschichten in die öffentliche Debatte gespült werden, wo gesagt wird, dass Technik die Welt retten wird, wo gesagt wird, dass Einzelpersonen wahnsinnige Kraftakte vollbracht haben, um Raketen auf den Mond oder zur ISS zu schießen und so weiter und so fort. Und zwischen diesen beiden Drehbüchern, wer die schreibt, aber auch worum es da geht, gibt es durchaus einige Diskrepanzen, nehme ich an, aber durchaus einige Parallelen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und deswegen freue ich mich ungemein, Dr. Judith Igelsböck heute bei uns begrüßen zu dürfen, die sowohl an der TU München als auch an der Johannes Kepler Universität Linz forscht zu diesen Themen, zum gesellschaftlichen Wandel, aber auch zum industriellen Wandel und die Strukturen, die da mit dabei sind. Und die uns, mit der mich auch ein großes Interesse an künstlerischer Forschung verbindet, was bei mir ein bisschen einfacher ist, weil ich an einer Kunsthochschule bin und bei Judith manchmal gar nicht so einfach ist, weil der Wissenschaftsbetrieb noch nicht so ganz aus den Puschen kommt, was die Methodiken da angeht. Und deswegen freue ich mich ungemein, heute diese Crossover-Situation herstellen zu können und übergebe das Wort an Judith. Vielen Dank, Friedrich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, mit Ihnen über dieses Thema zu reden zu können. Vielleicht so ganz kurz eine Übersicht. Ich werde über Innovation so als gesellschaftsübergreifenden Imperativ reden, darüber, ob es sowas gibt wie eine Gleichförmigkeit durch den Druck, innovativ zu sein. Ich werde so ein paar Innovationsmythen ausbreiten, besonders auf das Verhältnis von Innovation und Imitation eingehen, darüber, wie man Innovationen erforschen kann und dann über meine Drehbücher reden, und zwar sowohl als über ihre analytische Kraft, aber auch über das, was ich hoffe, dass sie auch können, über ihre produktive Kraft. Und da geht es darum, was das Theater denn möglicherweise dem Innovationsimperativ entgegensetzen könnte, wenn es das möchte. Ja, was gibt es über Innovation zu sagen? Das ist eine der zentralen Ideologien der Gegenwart, so wird sie beschrieben. Und es ist die Rede von einer Innovationsgesellschaft. Was Sie hier sehen, zum Beispiel, ist das ein neues Masterstudium an der JKU in Linz. Das heißt jetzt nicht mehr Organisationsforschung, sondern es heißt Leading Innovative Organizations. Ja, es gibt alle, Innovation ist irgendwie mehr oder weniger überall. Es gibt auch, mittlerweile habe ich gesehen, ich habe ein bisschen recherchiert, innovative Kindergärten zum Beispiel. Und ja, und ich mache das immer, wenn ich mich auf so einen Vortrag vorbereiten muss, dann prokrastiniere ich so ein bisschen, schaue mir alle möglichen Dinge an, und dann habe ich auch was getan, was eigentlich eh nicht ernst zu nehmen ist. Und ich bin mir der multiplen Biases bewusst, aber ich habe das dann auch in Google Trends eingegeben, und ich finde das Ergebnis natürlich nicht ernst zu nehmen, aber doch sehr lustig. Und zwar ist das eine Grafik, die zeigt, dass über die letzten 5 Jahre Innovation sozusagen auf Google konstant trendy ist, aber dann sinkt es auch konstant immer zu Weihnachten ab. Das lässt sich jetzt sicher ganz leicht erklären, aber ich fand es trotzdem sehr interessant. Zu Weihnachten interessiert uns die Innovation nicht, oder zumindest teilen wir sie nicht mit Google. Ja, ein bisschen ernsthafter mal über die Innovationsgesellschaft zu reden, und zwar haben das die unten zitierten Kollegen, in diesem Fall sind es wirklich Kollegen, weil es nur Männer sind, das ist sehr oft der Fall in diesem Bereich, die beschreiben einen Innovationsimperativ, der sich zunehmend durch alle gesellschaftlichen Bereiche oder durch immer mehr gesellschaftliche Bereiche zieht. Also Innovation ist nicht mehr beschränkt auf Wissenschaft, Technik und Wirtschaft und ist zu sowas wie einem Wert an sich geworden. Und zwar wird sie als verteilt beschrieben, also das sagt man Distributed Innovation, dann als aktiv hervorgebracht. Und das Zitat, das Sie hier lesen können, ist
das demonstriert, dass also Innovationen passieren nicht einfach, Ideen müssen angeregt werden, der ganze Prozess muss organisiert werden. Das sagt ein CEO einer oberösterreichischen Firma, das können Sie nachsuchen, wer das ist. Das ist ein öffentliches Zitat im Web. Genau, und außerdem ist Innovation reflexiv, das heißt, da gibt es eine Koordination diverser Werthaltungen und Interessenslagen. Und als Teil von dieser ganzen Obsession mit Innovation werden auch diese Praktiken und Prozesse, in denen Innovation hergestellt werden soll, zu einem Subjekt ständiger Erneuerung. Also das ist Ausdruck in dem Slogan Innovate Innovation. Und immer mehr Organisationen sind sozusagen diesem permanenten Druck ausgesetzt, innovativ zu sein oder zumindest ihre Innovativeness zu zeigen. Und dadurch wird Organisation von Innovation zu einem nicht zu unterschätzenden, auch gesellschaftlichen Machtinstrument. Dazu gibt es eine wirklich ganz, ganz rezente Studie, die kommt im Juni 2019 raus, von zwei Forscherinnen, die sich in einem Artikel, den sie als Innovation as Violence bezeichnen, die sich damit beschäftigen, wie die Art und Weise, wie sie auf der Uni dazu angehalten werden, innovativ zu sein. Und sie zeigen, wie so Innovationsdiskurse und Prozesse auch zu Trägern für organisationale Gewalt werden können. Und sie problematisieren ganz stark diese Romantisierung von Innovationen. Und sie sagen, we question the rising dominance of innovation as something undoubtedly progressive and urgent and suggest that the doing of innovations remains in many ways the doing of power. Ja, was mich dabei besonders interessiert, ist, was macht diese Obsession und Romantisierung von Innovation mit uns? Wie kommen wir diesem Druck nach? Woher wissen wir überhaupt, wie wir innovieren? Und wer darf an dieser Erneuerung der Gesellschaft eigentlich mitmachen und wer nicht? Also da geht es auch um Ausschließungsmechanismen. Und natürlich nicht zuletzt, wie bin ich auch selbst an dieser Reproduktion von bestimmten Innovationsideologien beteiligt? Und eine Hypothese, der ich dabei nachgehe, ist die der Gleichförmigkeit oder Isomorphie. Also während natürlich Innovation ganz stark mit so Paradigmen der Kreativität und der Originalität verbandelt ist, weisen zum Beispiel die Dominanz dieses Silicon Valley Innovation Models oder auch zum Beispiel der Aufstieg von Industrie 4.0 auf starke Tendenzen zu einer Homogenisierung und der Isomorphie hin. Ich frage mich also, kann es sein, dass viele Organisationen quer durch alle Bereiche dieselben Rezepte verwenden? Und das ist das, was ich später als Drehbücher der Innovation beschreiben werde. Und was heißt das für unsere Gesellschaft, wenn die Gestaltung von Innovationsprozessen quer durch alle möglichen Bereiche sehr ähnlich abläuft? Aber jetzt mal zu gängigen Innovationsmythen. Also Mythen, darunter verstehe ich sowas wie das heißt nicht, dass es notwendigerweise falsch ist, aber das sind halt so Diskurse, die sehr gut eingeübt sind und sehr oft wiederholt worden sind. Die müssen sich dann gar nicht direkt in diese anderen Innovationspraxen übersetzen lassen oder sind vielleicht auch komplett entkoppelt von diesen. Da gibt es natürlich die Kreativität. Wieder ein Zitat. Als Leitbetrieb und starker Partner der Region sind wir überzeugt, Kreativität ist in der Kunst wie in der Wissenschaft Garant für die wichtigsten Innovationen. Dazu sagt der Innovationshistoriker Benoît Goudin was ganz Spannendes. Der sagt, to most theories of innovation, creativity remains a sleeping concept. It is not theorized upon, at least not in innovation studies. It is taken for granted. Also was, wo man vielleicht mal genauer hinschauen könnte, was heißt eigentlich Kreativität? Ja, was braucht man noch? Man braucht auf jeden Fall die herausragenden Innovateure und Innovateurinnen, heroische Unternehmer und Unternehmerinnenfiguren. Und was sich da hervorhebt, ist wiederum diese Frage der Inszenierung. Ja, dieser Spruch, bitte suchen Sie mal diesen Spruch im Internet. Ich hatte Riesenfreude mit der Vorbereitung. Das ist immer der gleiche, by the way. Innovation distinguishes between a leader and a follower. Das hat angeblich Steve Jobs mal gesagt. Das gibt es mit Schäfchen im Hintergrund, mit schönen Landschaften, mit Drohnen, alles Mögliche.
Was dabei natürlich spannend ist, dass sich diese Hervorhebung von einzelnen Figuren eigentlich mit den meisten gängigen Innovationsphilosophien widerspricht, die eher hervorheben, dass Innovation sowas wie ein Team-Effort ist. Das geht aber natürlich zurück auf den Herrn Schumpeter und dessen Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Ich glaube, das ist von 1954 und der hat diese Figur des Entrepreneurs und dessen, das war ein Mann damals natürlich, dessen schöpferische Zerstörungskraft sehr stark gelobt. Und zwar lese ich da kurz vor die drei Motivlagen dieses Entrepreneurs. Erstens, das ist zunächst der Traum und der Wille, ein privates Reich zu gründen. Zweitens, da ist sodann der Siegerwille, kämpfen wollen einerseits, Erfolg haben wollen, des Erfolg als solchen wegen andererseits, wirtschaftliches Handeln als Sport und drittens, die Freude am Gestalten. Im Gegensatz zu dem Wirt schlecht weg, der nur mühsam seinen Arbeitsalltag bewältigt, hat dieser Typus einen Kraftüberschuss und auch speziell Freude am Werk, an der Neuschöpfung als solcher. Finde ich sehr spannend, weil ich denke, das ist auch immer noch sehr präsent, diese Figur. Ja, ansonsten, was braucht man noch? Wir brauchen auch immer die neuesten Technologien. Das ist ein Zitat einer Innovation Consultancy, die schreibt als ihre Mission, unser Handeln ist alternativlos, da die Digitalisierung die Welt, die wir kennen, in den nächsten Jahren vollständig verändern wird. Das ist natürlich, die spielen natürlich mit der Angst ihrer Kunden und Kundinnen vor der disruptiven Innovation. Und ich will jetzt gar nicht behaupten, dass die völlig unberechtigt ist. Aber es ist natürlich sehr spannend, dass man sagt, man suggeriert hier einen linearen Fortschritt und so wie ein Zug. Und entweder man springt auf diesen Zug auf oder man ist halt nicht dabei. Ja, außerdem geht es um Originalität. We cannot copy, we have to find our own way. Welcome to business as unusual. Das sagt die Webpage einer riesen deutschen Firma, die gerade einen Startup-Hub gegründet hat, um beweglich zu bleiben. Agile, das ist auch eines der großen Stichwörter. Und interessanterweise ist das ja nicht ganz so unique, nicht ganz so original oder originell, weil das machen zurzeit ja alle möglichen Firmen. Dass sie eben solche Startup-Hubs einsetzen. Und das ist sowieso eine spannende Relation zwischen der Imitation und der Innovation. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel des Plagiarius. Das ist ein Negativpreis, der dreiste Fälscher entlarvt. Also Imitation hat natürlich diese negative Wertigkeit. Und das spielt sich auch in diesem Zitat fort. Da sagt ein Professor für Innovation. What is the greatest enemy of innovation in a business or for that matter in life generally? Isomorphism or the tendency to incorporate the characteristics of the surrounding environment. Das sagt dann überhaupt, Innovation strangles, Isomorphism strangles innovation, original thought and the development of the kinds of initiatives that can often give a business a competitive edge. Ganz anders beschreibt es aber zum Beispiel jemand im Harvard Business Manager. Sie sagte, aller Orten wird über Innovationen geredet, doch manchmal könnte man meinen, dass wirklich Innovatives nicht unbedingt gefragt sei. Viele Manager überschätzen die Chancen bestehender Institutionen zu überwinden bei weitem. Sie sollten sich lieber das Motto zu eigen machen, besser, gut abgekupfert als schlecht erfunden. Ja, sowas Ähnliches behauptet auch eine recht oft oder will auch eine recht oft zitierte und bekannte Studie sagen, die ist von Haggard und Douglas. Und zwar sagen die, dass Edison, der mit der Glühbirne nur deswegen so erfolgreich sein konnte, weil er seine Weiterentwicklungen sehr stark in institutionalisierte Ordnungen eingepasst hat. Und das wird so heißen, dass Innovationen, die können nicht völlig abgespaced sein und sich völlig außerhalb des Bekannten bewegen, sondern dass man schon immer darüber nachdenken muss, an das anzuknüpfen, was familiär ist. Jetzt gehe ich noch viel weiter zurück, und zwar zu, das ist auch eine schwierige Figur, Gabriel Tarte, der ist zu einem Helden der Vertreterinnen der Social Innovation geworden. Der hat 1890 ein Buch geschrieben, indem er diese Imitation ganz zentral stellt und sagt, Society is imitation. Und dann sagt er, imitation is some kind of
Somnambulism, also Schlafwandeln. Und er sagt, the social like the hypnotic state is only a form of a dream of action. Both the somnambulist and the social woman, of course it's man in the original version, are possessed by the illusion that the ideas, all of which are suggested to them, are spontaneous. Also Imitation als das, was wir eigentlich immer machen und vielleicht gar nicht merken, dass wir es machen. Sagt dann noch weiter, for an innovation that is not imitated is socially non-existent. Und dieses Zitat finde ich besonders spannend. Progress is a kind of collective thinking which lacks a brain in its own, but which is made possible thanks to imitation by the solidarity of the brains of numerous scholars and inventors who interchange their successive discoveries. Das ist deswegen interessant, weil es sagt, ja, Innovation, die passiert nicht einfach und die passiert auch nicht ohne uns, sondern ist eigentlich was, das ist nur deswegen möglich, weil wir es alle imitieren und sozusagen mittragen. Ja, wie kann man überhaupt Innovation erforschen? Da gibt es mittlerweile natürlich eine Disziplin, die hat sich in den 60er Jahren begonnen zu etablieren, die Innovation Studies. Die haben aber hauptsächlich für sehr lange Zeit Innovation hauptsächlich als Ergebnis erforscht und der Prozess ist dabei geblackboxed worden, also gar nicht beachtet worden. Das mache ich schon, und zwar trenne ich mal diesen Innovation als Outcome vom Innovation als Prozess. Und was kann ich da dabei machen? Dabei verhindere ich, dass ich in diese Falle der retrospektiven Erklärung tappe und versuche, Innovation zu erklären, ohne jetzt davon auszugehen, wie ist die dann erfolgreich oder nicht. Ich interessiere mich einfach mal dafür, wenn so ein Innovationsprozess gestaltet wird, wie wird der gemacht? Also das Handeln, das darauf ausgerichtet ist, sowas wie Innovationen zu erzeugen. Und dafür verwende ich diese dramaturgische Metapher des Drehbuchs, des Skriptes und habe das Innovationsdrehbuch genannt, und ich will das sowohl als analytisches Fieldwork-Device als auch als produktives Device verwenden, und das werde ich später noch ein bisschen genauer erklären. Was ist ein Drehbuch der Innovation? Das ist so eine Art Rezept, das zu einem gewissen Grad vorgibt, wer oder wann oder wie in Innovationsaktivitäten eingebunden werden soll. Und dabei interessieren mich zwei Dinge besonders. Das eine ist das Innovationsensemble. Also das sind die Akteurinnen und Akteurinnen, die teilnehmen in den Innovationsaktivitäten. Und das zweite sind auch die Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen diesen Akteuren. Und das zweite sind die Settings, also die Atmosphären, die kreiert werden, um Innovationen möglicherweise herzustellen. Natürlich ist das Innovationsdrehbuch was es eigentlich ja gar nicht geben sollte oder könnte. Also es kann ja nie direkt, oder das, davon geht man aus, Innovationen können ja nicht irgendwie forciert werden. Aber man versucht trotzdem sozusagen eine Situation zu erzeugen, in der Innovationen sehr wahrscheinlich sind. Und die interessieren mich. Ja, wer sind so typische Kandidaten und Kandidatinnen für ein Innovationsensemble? Ja, vielleicht kommen Ihnen einen von diesen bekannt vor. Das sind jetzt hauptsächlich die nach dem Silicon Valley Modell. Und solche sammle ich. Ich rede zurzeit mit sehr vielen verschiedenen Organisationen und frage so, ist Innovation ein Thema für Sie? Und wie machen Sie das? Und wer ist daran beteiligt? Und dann frage ich auch, und was kreieren Sie da für Räume und Orte, um Innovationen zu erzeugen? Und das sind, vielleicht kommen auch diese bekannt vor, die Garage, der Playground, ganz super finde ich das Innovation Hotbed. Ganz traditionell ist es aber auch schon sehr oft einfach wirklich das R&D-Department. Ja, und ich mache das sozusagen auf so einer sehr analytischen Ebene und in einem sehr klassischen, modernistischen Wissenschaftsverständnis einmal zu schauen, wie machen das unterschiedlichste Firmen, aber dann interessiert mich schon auch, kann ich auch solche Drehbücher schreiben und könnten da eventuell die Ensembles ein bisschen ausgetauscht werden? Kann ich an andere Orte gehen, an die man nicht denkt?
Und das mache ich unter anderem mit dem Kraftwerk, Triebwerk der Forschung. Das ist eine Kollaboration von der JKU in Linz, der Kunstuni in Linz und der Tabakfabrik. Und die wollen so einen Resonanzraum für Zukunftsfragen der Gesellschaft erzeugen. Das ist nicht so ganz einfach, aber ja, die arbeiten daran. Ja, und da kommt das Theater sozusagen ins Spiel. Und da kommt auch ins Spiel, dass ich möchte, dass das Drehbuch vielleicht mehr als eine Metapher für mich sein könnte. Ja, warum? Warum möchte ich das machen? Ist es nicht sozusagen meine Aufgabe, als Wissenschaftlerin zu analysieren, zu dekonstruieren, zu kritisieren natürlich und dann mich möglichst herauszuhalten? Also ich muss schon sagen, das Kritische ist natürlich wichtig, aber es gibt auch irgendwie so ein Gefühl, so Vibrations, das wird Tat wird als Vibrations bezeichnen, Dinge, die mich bewegen und die mich dazu bewegen, dass ich das Gefühl habe, einfach nur zu kritisieren aus dieser sozusagen Beobachterposition, das reicht irgendwie nicht aus oder das geht irgendwie nicht mehr. Und da kann ich jetzt ein paar Stichwörter hineinwerfen. Da hat es Dinge gegeben wie den Performative Turn, den Speculative Turn, die Krise der Repräsentation und auch diese Post-Truth-Debatte. Und die haben mehr oder weniger mich dazu bewegt, mich da nicht ausschließen, also mich als Teil dessen zu verstehen, was ich erforsche, mich nicht als außerhalb von dem zu begreifen und auch zu verstehen, dass ich auch für einen gewissen Teil mitverantwortlich bin für sozusagen meinen Forschungsgegenstand und für die Realitäten, die da produziert werden. Und ja, und gleichzeitig hat man aber das Gefühl, dass diese Methoden einfach auch vielleicht teilweise gar nicht mehr funktionieren und es gibt so eine Renaissance des Experimentellen und auch so ein Spielen mit der Erzeugung von Realität im Gegensatz zu dem Abbilden von Realität. Also es gibt so diese Idee, ja, vielleicht nachdem das mit der Repräsentation, mit diesem Abbild eh nicht mehr funktioniert, vielleicht können wir es ja auch anders machen und es hat ja auch dieses Verhältnis zur Öffentlichkeit sozusagen sehr gelitten unter dieser Post-Truth-Debatte und manche hängen da ganz nostalgisch den Zeiten nach, in denen der Wissenschaft noch geglaubt wurde und wir noch sozusagen die Autorität wären, die Fakten produzieren und die anderen sind dann die das glauben und umsetzen. Und ja, ich gehöre jedenfalls einer sozusagen Gruppe an, die das nicht glaubt, dass das jetzt der Weg ist, dass man nicht wieder da zurückgeht, sondern dass man einfach andere Wege finden muss, um sowas wie ja, Realitäten gemeinsam zu produzieren. Ja, da habe ich ein paar romantische Zitate, die gefallen mir immer sehr gut von Vertreterinnen aus der Disziplin der Wissenschaft und Technikforschung. Zum Beispiel, there are many ways of knowing and knowing well, and academic styles for doing so might be revitalized by looking beyond their current boundaries. Das ist ein anderes, das ist von Andrew Pickering, der sagt, ja, vielleicht müssen wir einfach mal kreativere Wege gehen und uns auch woanders umsehen. Also der ruft auf zum, was er nennt, zum Antidisziplinären. Also nicht nur irgendwie in diesen Regeln der eigenen Disziplin aufzugehen, sondern auch mal zu schauen, was passiert irgendwo anders und einfach einmal kreativ zu werden. Natürlich hat er das selber aber nicht gemacht und die Frage ist natürlich, wie könnte das gehen? Das ist von Maria Putzsteller-Beakasa, die in ihrer Vision von CARE sagt, dass es because through impure entanglement rather than enlightened distance, a critical vision can hope to connect and produce a relevant intervention. Also auch, die sich auch verabschiedet von dieser Figur der neutralen Außenseiterin. Ja, und in der Zwischenzeit, und ich weiß nicht, wie sehr das eigentlich damit zusammenhängt, formiert sich auch so ein neues Feld, das Artistic Research oder Arts-Based Science. Und da gibt es eine Annäherung der Kunst an die Wissenschaft, wie auch der Wissenschaft an die Kunst. Und da heißt es in diesem Zitat, dass Kunst in gewissen Hinsichten ja sowieso immer schon Forschung gewesen ist, im Sinne von Erkenntnis suchen, erkunden, gründen, untersuchen und ausfindig machen. Da gibt es auch schon eine Definition dazu, was ist Artistic Research? Da geht es hauptsächlich darum, dass einfach Artistic or Creative, das finde ich auch interessant, wenn das dann immer gleichgesetzt wird, Artistic or Creative Practices werden integriert in den Forschungsprozess. Genau. Um das jetzt aufs Theater zu fokussieren, das ist natürlich eigentlich
gar nicht neu, dass Wissenschaftlerinnen das Theater irgendwie verwenden. Und da habe ich ein sehr tolles Buch dazu gelesen, das kann ich auch empfehlen, das habe ich gebinged, wie man so sagt, das passiert nicht allzu oft, von Mackenzie, Perform or Else. Und der beschreibt, wie sich so in den 60er Jahren dieser Performance-Begriff in allen möglichen Bereichen ausbreitet, zum Beispiel auch in der, im Performance-Management von Organisationen. Und dann ist auch passiert, dass sich das theatralische Repertoire sehr stark in den Sozialwissenschaften verwendet wird. Also ja, ich habe hier nur einige wenige Kandidaten aufgelistet, es gibt sehr viele. Aber er sagt dann, dieser Performance-Begriff wird jetzt so verwendet, dass today, workplace, sex and even resistance, it's all performance to us. Ja, und hier beschreibt auch ein Performance-Forscher zu einem üblichen Zyklus. Er sagt, das geht vom Theater to metaphor to analytical concept, back to theater and other performances. Was er dabei beschreibt, ist ganz interessant, dass er der Performance-Begriff, der ist durchaus unterschiedlich in diesen Bereichen, aber was es auf jeden Fall gibt, ist so eine, es gibt einen Austausch und es gibt ein Feedback zwischen diesen Bereichen. Also das heißt nicht, dass Performance-Management auch das gleiche Theater ist, wie es in anderen Bereichen ist, aber dass es natürlich da so Zyklen gibt, die auch wieder performativ wirken in dem Sinn. Und ja, Theater ist aber natürlich nicht nur Metapher geblieben. Es hat auch in zum Beispiel das Theater for Change gegeben. Ganz bekannt ist das Theater of the Oppressed oder die Dramatherapie von Moreno. Und womit da sehr stark gespielt wird, ist natürlich, oder die Hoffnung, die da sehr stark drinnen steckt, ist dieses transformative, das emanzipatore Potenzial, das im Theater sozusagen stecken sollte. Und das wird hier in einer Kritik vom Global Gaia Circus von Latour sehr schön beschrieben, wo es heißt, Theater, it could be argued, involves three major concerns: warning, criticism, representation, mimesis and collective aesthetic imagination. Und dann heißt es, while the first instrumentalizes theater, the second underestimates its possibilities, it is primarily the third that sets it apart from science and politics. Or is it? Also der stellt das dann ganz stark in Frage. Aber ich denke auch, das ist genau diese Hoffnung, die es zurzeit gibt, die vielleicht auch genutzt werden könnte, um solchen Selbstläufern, solchen Drehbüchern wie dem gängigen Drehbuch der Innovation vielleicht auch etwas entgegenzusetzen. Ja, aber das Theater und die Theatertechniken werden auch von sehr vielen anderen benutzt, und das ist ein Paper, das beschreibt, wie verschiedene Consulting Agencies sehr viel Geld damit machen, dass sie Theatertechniken gezielt in Organisationen einsetzen. Also das ist ein riesiges Business auch. Und auch nicht ganz sozusagen ohne, die sagen dann, it is probable that theatrical resources are more heavily used by organizations to manage and manipulate their employees than they are used to confront hidden conflicts, subconscious behavioral patterns or painful truths. Was heißt das? Ich würde sagen, das Theater ist halt auch nicht automatisch gut. Was heißt das für mich? Ich glaube trotzdem an dieses Potenzial, das da drinnen steckt, und an vor allem im Sinne von einem partizipativen Experimentieren weniger. Ich mag weniger in diesem erzieherischen Ton, das finde ich nicht so gut. Und deswegen, deswegen finde ich auch nicht wie links oben, das ist Jean-Philippe Hagemann, das ist auch ein Innovation Consultant, der meint, hört auf, Innovationstheater zu spielen. Ich denke, es wird sich lohnen, einmal anzufangen, Innovationstheater zu spielen. Und ja, Sie können mir diese Hoffnung jetzt nehmen oder auch nicht. Ich bin gespannt und bedanke mich. Vielen Dank. Ja. Ah ja, wir haben
sehr gut in der Zeit. Ja, herzlichen Dank, Judith. Ich würde kurz, bevor ich für Fragen öffne, die Gelegenheit nutzen und selber noch zwei kurze Fragen zu stellen. Und zwar, als du angefangen hast, so das Idealbild des Entrepreneurs zu beschreiben von Schumpeter und auch als du so diese Mythenbildung ein bisschen hergeleitet hast, muss ich ehrlich zugeben, dass mir das sehr bekannt vorkam. Ich das Gefühl habe, wir machen das im Theater ungefähr ziemlich genauso, inklusive dem Blackboxen des kreativen, künstlerischen Prozesses. Wir haben da immer noch viel mit dem Geniebegriff zu tun und sind aber auch sehr stark daran, das aufzuweichen, zu verändern, über Kollektive zu reden, über andere Arbeitsstrukturen. Dass wir da quasi auch so einen Prozess angefangen haben. Was mich interessiert, wenn diese beiden Dinge so nah beieinander sind, also das kreative, entrepreneuriale Potenzial und andererseits das, was die Menschen im Theater machen, wieso glaubst du, arbeiten diese Menschen nicht von sich aus schon zusammen? Also wenn das ohnehin ähnliche Strukturen sind, wieso, um bei einem bekannten Beispiel zu bleiben, wieso stellt BMW nicht TheaterregisseurInnen ein? Ich muss okay. Ich muss dazu sagen, ich denke, das ist gar nicht automatisch der Fall. Also es gibt ja auch diese großen Shows von Coca-Cola und so, und dafür werden, also vor allem für den öffentlichen Auftritt, dazu werden Theaterregisseure angestellt. Aber ja, ich denke, das ist wahrscheinlich vorwiegend für diesen Showbereich. Vielleicht unterschätzt man die Kraft, die das auch haben könnte, in einem Innovationsprozess. Wobei ich aber sage, dass das wahrscheinlich, das ist ja nicht notwendigerweise öffentlich, wie viele Firmen das machen, und vielleicht ist das ja auch der Fall. Vielleicht wer von Ihnen arbeitet für eine Firma und macht Organisationstheater? Ah ja, noch nicht so viele, wenn sich das so anschaut. Das andere Interessante fand ich, du hast über die kritische Distanz geredet, die ihr einerseits in der Wissenschaft zu schaffen habt, mit der man natürlich aber auch gerade im deutschen Theater viel zu tun hatte, dass eine gewisse Kritik gesellschaftlicher Strukturen vor allem aus einer Distanz heraus entsteht, in dem auf Probleme hingewiesen kann, in dem über das Nachspielen von Problemen Sachen herstellen. Auch eine der Sachen, die ja stark gegen sämtliche immersive Formen als Argument vorgebracht wird, ist dieses Fehlen der kritischen Distanz. Was mich sehr interessiert ist, du sagst, du steckst da mittendrin und du musst da irgendwie gucken, wie du rumgehst. Was ist dein Call to Action? Bist du der Meinung, die kritische Distanz hat jetzt lange genug versucht, Realität abzubilden und jetzt braucht man was anderes? Oder in welche Richtung gehen wir da? Wie stehst du zur kritischen Distanz, Judith? Du hast Fragen. ja, in dem Fall muss ich sagen, gehe ich eigentlich so einen, also ich kann wirklich jetzt einfach von der Praxis reden, gehe ich so einen Zwischenweg, in dem ich schon zuerst einmal versuche, ich bilde dann doch wieder so ein lineares Modell nach, in dem ich zuerst mit sehr vielen Leuten rede und versuche zu verstehen, wie die Innovation machen. Und das ist ja doch so ein Projekt, wo ich mich dann auch wieder zurückziehe und mir überlege, wer ist da beteiligt und wer ist da nicht beteiligt und so weiter. Aber mir fehlt dann doch irgendwie das... diese Auseinandersetzung mit dem Ganzen. Und ich habe da besonders das Gefühl, dass mit so Theatertechniken einfach das gemacht werden kann, was in diesem modernistischen Projekt, in dem ich einfach nur abbilde, wie so Innovationen gemacht werden, dass das da nicht passieren kann und dass es einfach schön wäre, einfach auch Realität, auch Innovationen ein bisschen umzuschreiben und sich zu überlegen, wie könnte man sonst noch die Innovation gestalten, wie könnte man sonst noch Gesellschaften erneuern. Und da setze ich auf das Theater und ich denke, deswegen wäre es auf jeden Fall schön, sowas mehr auszuprobieren. Das heißt nicht, dass die anderen Methoden deswegen obsolet werden, würde ich jetzt mal behaupten. Sollen wir dann mehr Theaterstücke machen, die mit Innovation zu tun haben, oder sollen wir tatsächlich direkt in die Firmen gehen? Ja, gute Frage. Vielleicht, ich würde sie am liebsten gar nicht selbst beantworten, sondern mal hören, was das Publikum so denkt. Genau, gibt es Fragen von Publikumsseite?
Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Eine Sache habe ich, glaube ich, noch nicht ganz verstanden, nämlich ob es in dem Innovationsbegriff, mit dem du arbeitest, eine normative Komponente gibt. Weil einerseits hast du sehr stark gemacht, dass das ein Begriff ist, der sich als Imperativ selbst entleert. Andererseits geht es aber ja auch um eine Suche nach vielleicht gelingender Innovation und wo die dann statthaben könnte und mit welchen Methoden. Also gibt es da ein Instrument oder eine Setzung zu unterscheiden zwischen Innovation als Selbstbeschäftigung und Innovation als gesellschaftlichem Fortschritt in dem Modell? Ja, spannende Frage, vielen Dank. Ich denke, dass Innovation ist halt gleichzeitig schon da als dieser Imperativ und als etwas, das schon sehr oft sozusagen imitiert wurde, um es mit Tat zu reden, und schon sehr präsent ist. Das heißt aber nicht, dass es ein Selbstläufer geworden ist, sondern dass wir das ja auch ständig immer wieder mittragen und mit reproduzieren. Und ich denke, das ist so dieser Punkt, in dem ich sozusagen so aufrufen möchte, dass man sagt, okay, natürlich können wir uns dem nicht komplett entziehen, aber wir gestalten ihn ja auch mit. Und normativ ist in diesem Fall, ja, natürlich verändern sich Gesellschaften, aber sie verändern sich nicht einfach ohne uns. Natürlich können wir nicht alles beeinflussen, aber es gibt halt einfach Dinge, wo man halt mitmacht und die man vielleicht mit anders machen könnte. Und in dem Fall ist mein Innovationsbegriff ja sehr breit. Also ich gehe ja davon aus, dass Innovation ist alles, was irgendwie an der Erneuerung der Gesellschaft irgendwie orientiert ist. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Und ja, also ich sage nicht, dass Innovation schlecht ist, wenn das die Normativitätsfrage sozusagen ist. Und ich sage nicht, Innovation muss jetzt weg. Aber es gibt sehr viele Wege und sehr viele Wege, Menschen einzuschließen und Orte zu produzieren, in denen man darüber nachdenkt, wie Gesellschaften sich verändern sollen. Und da denke ich, da gibt es sehr viel Potenzial. Weil du auch nach Reaktionen gefragt hast, als erstes würde ich das dramaturgisch als eine abfallende Linie beschreiben, deinen Vortrag. Der Anfang hat mir extrem gut gefallen, dieses ideologiekritische Moment dabei, wobei ich dann irgendwie auch dieses Innovationsimperativ durchaus ins Deutsche übersetzen würde, weil es dann deutlicher wird, dieser Innovationsbefehl, da leben wir ja wirklich in einer Gesellschaft, die einem Innovation befiehlt, die einem befiehlt, kreativ zu sein, die einem befiehlt, anders als alle anderen zu sein, was dann dazu führt, dass dann doch irgendwie alle die gleichen Klamotten tragen und die gleichen Marken viel gut finden und die gleiche Musik hören. Das ist ja so ein Punkt. Inwiefern würde ich eher die Vermittlung suchen zwischen deinem Start Playing Innovation Theater am Ende und dieser scharfen Ideologiekritik am Anfang, die, wie gesagt, mir sehr eingeleuchtet hat. Ist denn Innovation tatsächlich überhaupt ein tauglicher Begriff? Ist er nicht tatsächlich so scharf ideologisch geprägt den Bewegungsmustern dieser Gesellschaft, die wir alle mehr oder weniger kritisieren, verpflichtet, dass er einem eigentlich nicht weiterhilft, gewissermaßen etwas zu verändern, etwas anders zu sehen? Ansonsten haben wir diese Begriffe von Innovation, Kreativität, Disruptivität, Revolution und so. Die sind ja so eingewandert in die Klopapierforschung. Das ist ja irgendwie, das hat ja dann mit Kunst nichts mehr zu tun. Absolut. Also da stimme ich auf jeden Fall mit Ihnen überein. Ich denke aber auch, zumindest mir geht es so, als Forscherin stelle ich Forschungsanträge und dann gibt es einen Bereich, in dem es heißt, wie sind Sie innovativ? Und da komme ich nicht um das Wort herum. Mich interessiert der Begriff an solches nicht. Was mich aber interessiert, sind einfach diese ganzen Prozesse, in denen wir uns erneuern wollen oder die auf Veränderung ausgerichtet sind.
Und ich weiß nicht, ob man sie als Innovation, und es gibt ja auch alle möglichen anderen Begriffe, Exnovation und keine Ahnung was, ob man sie unbedingt als solche bezeichnen muss oder ob das wichtig ist. Aber ich denke, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und dazu hilft mir diese Drehbuchmetapher, weil ich dann auch sehen kann, wer oder was wird überhaupt beteiligt, wer ist da, sind es immer die gleichen und so. Und von dem ausgehend kann ich mir aber auch überlegen, möchte ich das nicht, kann mal ausprobieren. Und ich bin dann schon eine Vertreterin. Ich glaube, wir sollten einfach andere Dinge ausprobieren, nicht nur das Wahrscheinlichste oder das Naheliegendste, sondern ja, vielleicht mal was anderes. Herzlichen Dank. Tatsächlich ist unsere Zeit damit auch schon vorbei. Judith ist den ganzen Tag da und man kann jetzt beim Kaffee sehr gerne nochmal in kleineren Gruppen über diese Thematiken reden. Herzlichen Dank, Judith. Danke sehr.